Treibhausgläubige, Klimaalarmisten, es gibt immer neue Beleidigungen für Klimaschützer. Dennoch ist es wichtig, nicht abzuschalten, sondern mit Fakten dagegen zu argumentieren. Also, wie begegnet man Menschen, die mit vermeintlich guten Gründen gegen den Klimawandel argumentieren? Meine 5 Totschlagargumente gegen Klimaskeptiker. Klimafakt 1. Wetter und Klima sind nicht dasselbe. Skeptiker sagen, es gab schon immer heiße Sommer, kalte Winter und Extremwetterereignisse. Ich meine, wir wissen ja nicht mal, wie das Wetter morgen wird. Woher wollen denn Forscher wissen, wie die Klimaveränderung in 100 Jahren sein wird? Das klingt ja vielleicht einleuchtend, ist aber komplett falsch. Denn Wetter ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Und Klima ist der Durchschnitt von Wetterdaten aus 30 Jahren. Ausreißerdaten und chaotische Zeiten werden von den Statistiken einfach glatt gebügelt. Und was dann bleibt, sind von Extremwetterereignissen bereinigte Tendenzen. Und darin erkennt man einen deutlichen Trend. Es wird global wärmer. Oder anders. Nur weil es im Winter immer noch mega kalt ist und im Sommer scheiß Wetter ist, heißt das noch lange nicht, dass keine Erderhitzung stattfindet. Klingt logisch, oder? Doch leider wird es trotzdem immer noch verwechselt. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming? Das ist eine Darstellung, die globale Durchschnittstemperatur seit dem Wetteraufzeichnung zeigt, also 1850. Und hier kann man sehen, dass die 10 heißesten Jahre innerhalb der letzten 20 Jahre auftraten. Klimafakt 2. Nie gab es so schnelle Klimaveränderungen. Skeptiker sagen, wozu das ganze Theater? Warmzeiten, Kaltzeiten, das gab's doch schon immer, das Klima verändert sich ständig. Ja, es stimmt. Vor 55 Millionen Jahren gab es bereits eine Warmzeit, wo die Temperatur 5 bis 6 Grad anstieg. Und allein in den letzten 56.000 Jahren gab es 7 Zyklen von Warm- und Kaltzeit. Doch der Unterschied zu heute ist, dass der Wandel damals viel langsamer vonstatten ging. Und Tiere und Pflanzen hatten Zeit, sich an diese Klimaveränderung anzupassen. Aber die jetzige Erderhitzung schreitet so schnell voran, dass Tiere, Pflanzen und auch ihre Lebensräume gar nicht mehr mitkommen. Klimafakt 3. Der Mensch beschleunigt den Klimawandel. Skeptiker sagen, klar, den Klimawandel gibt es. Aber wenn überhaupt, hat der Mensch nur einen so geringen Einfluss mit seinen Treibhausgasemissionen auf den Klimawandel. Okay, zweite Stufe. Dein Gegenüber erkennt schon mal den Klimawandel an, leugnet aber unser menschliches Zutun. Leichtes Spiel? Na, leider nicht. Was wir wissen ist folgendes, nämlich wie viel Kohle, Gas und Öl wir Menschen verbrennen. Und das ist eine ganze Menge, nämlich 37 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Und dieses CO2 gelangt in die Atmosphäre und erhöht dort die CO2-Konzentration. Und genau das wird in vielen verschiedenen Messstationen auf der ganzen Erde gemessen. Den Treibhauseffekt habt ihr sicherlich in der Schule kennengelernt. Und dieser natürliche Effekt wird auch noch verstärkt, wenn die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre erhöht wird. Und somit wird es natürlich immer wärmer auf der Erde. Ganz logisch, oder? Fakt ist, ohne den Menschen lässt sich die Veränderung im Klimasystem nicht erklären. Klimafakt 4. Der Klimawandel ist wissenschaftlich bewiesen. Skeptiker sagen, Forscher übertreiben den Klimawandel und dessen Extremwetterereignisse, um Gelder natürlich für ihre Forschung zu bekommen. Auch wenn es andere behaupten mögen, der Klimawandel ist keine Erfindung, damit Forscher mehr Geld verdienen oder ihren Job nicht verlieren. An so eine Verschwörung von so einem Ausmaß zu glauben, ist nun wirklich absurd. Ja, aber wie erklären wir das dem Skeptiker? Es gibt tausende Forscher weltweit in verschiedenen Organisationen und 95% davon bestätigen in ihren Berichten und Studien, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Die Auswirkungen lassen sich inzwischen auch nachprüfen und weltweit werden sogar immer neue Hitzerekorde aufgestellt. Hinzu kamen Überschwemmungen und Waldbrände in Europa. Das ist kein Gefühl, sondern es sind wirklich Zahlen, die belegen, dass die Häufigkeit zunimmt und dass man das in vielen Fällen dem Klimawandel zuordnen kann. Noch eine Sache, man verdient übrigens mehr Geld mit Studien, die den Klimawandel widerlegen. Denn diese werden nämlich von so manchen Unternehmen, die viel CO2 produzieren, gesponsert. Klimafakt 5. Es besteht wissenschaftlicher Konsens über den Klimawandel. Skeptiker sagen, die Forscher sind sich nicht einig. Wenn überhaupt, sagen sie, es gibt wahrscheinlich oder vermutlich den Klimawandel. In der Wissenschaft gibt es keine unumstößliche Wahrheit. Wissenschaftler hinterfragen und verfeinern ihre Erkenntnisse ständig. Das ist nun mal ihr Job. Eine Studie allein ist deswegen auch nicht aussagekräftig genug, selbst wenn sie super genau durchgeführt wurde. Doch in der Wissenschaft gibt es immer wieder Kollegen, die diese Studien unabhängig prüfen, beweisen und widerlegen. Das läuft in der Klimaforschung nicht anders ab. Tausende Forscher weltweit sammeln Daten und Fakten, die immer wieder geprüft und verfeinert werden. Was war das verrückteste Argument eines Klimaskeptikers, was ihr schon mal gehört habt? Oder hattet ihr auch schon mal Diskussionen über den Klimawandel? Schreibt's in die Kommentare. Bevor ihr geht, noch schnell ein Bonusargument, denn viele behaupten ja immer, Erderwärmung ist nichts Schlechtes. Ich meine, es klingt ja verlockend, wir müssen weniger heizen und Usedom wird das neue Hawaii.
Aber anderswo auf der Erde bedeutet das Waldbrände, Dürre und Hitzewellen. Also auch falsch.